ist das für ein Wahnsinnstor! Und da ist jetzt jede Menge Platz für Schwabel. Schwabel hat den Kopf oben. Guter Pass! Als ich in Aalen gespielt habe, habe ich so einen, das war ein Fan von Aalen, und der hat irgendwie mal angefangen, so mit mir Fotos zu machen. Und irgendwann hat er mir ein Bild geschickt. Er hat sich jetzt Utensilien bedrucken lassen mit meinem Bild drauf. Und das war einmal eine Krawatte mit meinem Bild drauf. Die hat dann die Arbeit angehabt. Der hat in so einem Möbelhaus gearbeitet. Ein Adventskalender mit einem Bild von mir drin. Schon ein bisschen spooky, aber der ist ein super Typ. Wir schreiben auch ab und zu noch. Vor dem Sascha Mölders. Würde mich schon freuen, wenn wir den mal eine Packung geben. Und dann am Schluss abklatschen. Obwohl wir nichts Persönliches, keine Differenz haben und so, aber ein sympathisches Kerlchen, der Sascha. Nachdem er noch bei uns im Biergarten gesichtet wurde. Für ein großes Tattoo bisher. Meine Frau will mich immer ein bisschen so, lass doch noch was Größeres stechen, aber ich irgendwie träume nicht. Und er fängt an zu stechen und ich sage, ey, mir ist so schlecht, ich muss rausgehen, bin dann hochgerannt. Meine Frau mich einfach ausgelacht und so, was ich für ein Weichei bin. Völlig zu Recht, im Nachhinein auch, muss man sagen. Ich stehe auf Schlager. Das ist wirklich peinlich. Ja, ja. Das ist echt peinlich. Immer mehr. Okay. Also ich glaube, je älter ich werde, desto mehr gefällt mir das. Es tut schon weh. Ich würde die Gelbe noch lieber abschaffen. Sind wir bei der gelben Karte. Okay. Für so kleine Fouls. Wenn dann direkt rot, dann ist es gleich vorbei. Genau, also richtig Blutgrätsche, damit es sich dann auch gelohnt hat. Ja. So die Kleinen, das nehme ich mit. Bleiben unbestraft. Da freue ich mich, ja? Oder?